Guten Tag, ich bin der kleine Mann im Bundestag. Hier unten. Die Abgeordneten sollen mir heute mal erklären, was das mit dieser Vorratsdatenspeicherung soll. Darf ich eine Frage zur Vorratsdatenspeicherung stellen? Hallo? Es geht um die Vorratsdatenspeicherung. Kein Kommentar dazu. Oh, heikles Thema. Geht ja auch um unsere persönlichen Daten. Muss sich der kleine Mann jetzt etwa Sorgen machen? Da braucht die große Mehrheit in der Bevölkerung in Deutschland keine Angst haben. Was wird denn gespeichert alles? SMS? Das weiß ich auch nicht so genau. Wissen Sie gar nicht, sind aber dafür? Ja. Ich kenne erst den Versuch, da hat das Gericht ja kritisiert, dass sozusagen anlasslos Massendaten gespeichert werden. Und bei dem Versuch jetzt werden ja aber anlasslos Massendaten gespeichert. Nein, mit Anlass. Also, sie werden speichern, aber sie werden dann auf die Daten nur dann zurückgreifen, wenn es einen Anlass gibt. Und davor wurde gespeichert. Jetzt wollen wir uns nicht verstricken in Klein-Klein. Der kleine Mann verstrickt sich gerne mal in Klein-Klein. Der kleine Mann interessiert sich dafür herzlich wenig. Doch. Der kleine Mann will zum Beispiel wissen, warum ist ausgerechnet die SPD auf einmal für die Vorratsdatenspeicherung? Die war doch eigentlich dagegen. Die Vorratsdatenspeicherung hilft den Ermittlungsbehörden bei Fällen schwerster Kriminalität, Ermittlungsansätze zu gewinnen. Soweit die offizielle Version. Jetzt die echte. Es ist genauso wie in vielen anderen Geschichten in der Koalition nicht unbedingt unser Wunsch, der jetzt sozusagen kommt. Aber die CDU will das halt, ne? Ich sag Ihnen mal was. Hätten wir bei der letzten Bundestagswahl vielleicht einfach mehr Prozente bekommen, hätten wir auch irgendwie einen richtig starken Part. Den haben wir zwar, wir machen ja die Arbeit gerade in der großen Koalition. Mir hat ein Kollege von Ihnen gesagt, die wird eh wieder gekippt. Wieso machen Sie das denn nochmal? Ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen, ja? Und wenn Sie ein richtiges Interview mit mir machen wollen, bin ich gerne bereit, das zu vereinbaren, ja? Wir fassen also zusammen, so richtig will das eigentlich niemand. Ob das was bringt, ist strittig. Es wird wahrscheinlich eh wieder gekippt, aber es wird jetzt trotzdem auf den Weg gebracht, so fürs Gefühl. Vergleichen Sie es mit der Maut, mit der PKM-Maut. Das ist ungefähr ähnlich. Es will eigentlich keiner, es steht aber im Koalitionsvertrag. Man muss beim besten Willen auch vertragstreu sein und man muss so die eine oder andere Kröte auch schlucken. Und die Vorratsdatenspeicherung ist eine von den Kröten, die leider dazu gehört. Aber Bock hat man nicht so richtig, ne? Nein, überhaupt nicht. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber ich bin ja auch nur der kleine Mann.